Ja, kaum bin ich zur Tür rein, auch schon den Steppenzepter aus. Die ersten faszinierenden Dinge. Seht ihr diesen Baum? Das ist ein Baum. Und was ist es? Eine Eibe. Und das da auch eine Eibe. Wisst ihr, wie oft ich in meinem Leben schon baumförmige Eiben gesehen habe? Sehr selten. Insbesondere in einer Burg. Das macht irgendwo natürlich Sinn. Ich bin rangezoomt, ich zoome mich mal wieder raus. Ah! So. Macht natürlich schon irgendwo Sinn, weil der Baum im Mittelalter ja hochinteressant gewesen ist. Aber historisch sind die natürlich nicht. Die wurden schon längst gefällt geworden, wären schon längst gefällt geworden sein. Ah, toll, Burgruine. Ich mag die Dinger. Ist echt super. Und die kenne ich noch nicht mal. Als ich klein war, hat mein Vater mit mir so ziemlich jede Burg der Umgebung angeguckt. Also wirklich, wirklich, so ziemlich jede. Vielleicht kenne ich die dann hier schon. Trotzdem schon. Und weiß es nur nicht mehr. Wie gesagt, ich war noch klein. Aber hier gibt es schon mal ein paar interessante Dinge, die auf einen interessanten Innenraum hinweisen. Und so viel weiß ich noch. Das da ist ein Klo. Also die hingen ja immer an der Außenmauer und man hat fröhlich runtergeschissen. Also die hohen Herren. Hier scheinen wir einen Wehrturm zu haben, dass es einen außenliegenden Wehrturm gibt. Lässt schon mal vermuten, dass diese Burg nicht allzu super alt ist. Hier auch ein wunderbarer steinerner Wehrgang. Auch was Besonderes. Das hat auch nicht jede Burg. Also super Experte bin ich nicht. Diese Löcher da stammen garantiert von irgendwelchen Holzbalken. Obwohl, ja doch, irgend sowas müsste das eigentlich sein. Sonne. Sonne, Sonne, Sonne. Oh, das ist ja auch mal schick. Was ist denn das? Ja, das ist ein Ahorn. Zu viel Sonne. Ja, also die gefällt mir gut, die Ruine, muss ich sagen. Schick, schick, schick. Da muss man gleich rein. Machen wir mal einen Schnitt. Gut, das ist jetzt natürlich eine gewisse Enttäuschung. Andererseits, so ein bisschen verstehen kann man es auch, wenn sie sich das Ding da schon schön eingerichtet haben da drin. Dann will man ja auch nicht, dass da rumrandaliert wird. Gut, dass ich einen Deppenzepter habe. Das ermöglicht mir Folgendes zu tun. Filmen ohne Gitter im Bild. Also das da hinten scheint ein großer Kamin gewesen zu sein, dieses Loch da. Das könnte sowas in der Richtung, könnte ich mir vorstellen, dass sie den quasi nur oben eingeheizt haben. Dass dann hier unten noch so eine Art Kellerraum gewesen ist und erst da oben die Küche angefangen hat. Das wäre eine mögliche Erklärung für dieses komische Loch da. Aber das müsste man sich aus der Nähe angucken, sonst kann ich hier nur dumm rumspekulieren. Vielleicht kennt sich jemand anders mit Burgen besser aus als ich und hat dazu eine Meinung. Ja, und mehr als das kriegen wir leider vom Innenraum wohl nicht zu sehen. Schade. Aber an sich, hübsches Ding. Habe ich schon Hässlicheres gesehen. Also wenn ich jetzt Glück habe, betet mit mir. Ja! Genial! Wasser! Super! Dann kann ich mir meine ganzen 3 Liter mit Trinkwasser wieder voll machen, weil es scheint welches zu sein, weil es steht nicht dran, kein Trinkwasser. Und bei einem richtigen Wasserhahn, also da gehe ich jetzt mal schwer von aus. Sonst werde ich halt krank. Ja, jetzt bin ich auch wieder optimal wasserversorgt und finde gerade auch dieses Türmchen hier sehr faszinierend. Ah, der hatte auf jeden Fall mal eine Wendeltreppe, so viel ist sicher. Oh, da ist ein Schild. Mal schauen, was da steht. Treppenturm. Im Zusammenhang mit dem Bau eines Pferdestalls für den Kastenknecht, Verwalter des Fruchtkastens, das wird wahrscheinlich so eine Art Lager sein, aus dem ehemaligen Haugwitzschen Schlösschen, Areal des heutigen Neuenbürger Südbahnhofs, abgebaut und hier neu errichtet um 1655, ursprüngliche Bauzeit um 1610. Ach, das ist ja auch witzig. Da haben die Material gespart, unten im Tal quasi den Turm abgebaut und die oben hingestellt. Ja, ist doch mal was Neues. Das habe ich auch noch nie gesehen so. Oh. Ah, und da haben wir ein sehr schönes, altes, also maximal 100-jährig. Viel älter wird die wahrscheinlich auch nicht sein, denn es handelt sich um eine Douglasie. Aber trotzdem eine vergleichsweise alte Douglasie, die halt gleich schon einen beeindruckenden Baum abgibt in vergleichsweise jungen Jahren. Hier ist jetzt nochmal eine Burgmauer. Also hier ist nur mal so zur Orientierung. Ich bin jetzt gerade hier durch das Tor raus. Hier ist der Bergfried, den wir eben gesehen haben, der verschlossen war. Da vorne rechts, da hinter dem Schild,
ist der kleine Brunnen. Und hier links um die Ecke, der Hof ist quadratisch angelegt, bin ich reingekommen. Der Westweg geht hier rechts durchs Tor raus. Das ist eine interessante Anlage. Gerade dadurch, dass hier nochmal so eine Mauer da entlang führt. Da gucke ich nochmal auf der anderen Seite. Hier habe ich übrigens noch ein zweites Tor zum Innenhof gefunden. Das natürlich auch nicht offen ist. Aber nur, dass ihr das nochmal gesehen habt. So richtig schlau wird man nicht draus. Wobei, meine Theorie, dass das ein Keller gewesen ist, hier das allerunterste Stockwerk, wird doch dadurch so ein kleines bisschen unterstützt, dass hier auch wieder so eine Balkenauflage in der Wand ist. Also das unterste Stockwerk, beziehungsweise das nächste Stockwerk hat bei relativ niedriger Höhe schon wieder angefangen. Das würde dann aber auch bedeuten, das kann man jetzt aus der Perspektive schlecht erkennen, die Fenster da hinten, die gehören zum obersten Stockwerk und nicht zum alleruntersten. Die Fenster sind nämlich so ungefähr auf Bodenhöhe mit der Höhe von dieser Balkenauflage da. Heieieiei. Man möchte doch gerne mal ein Buch haben, wo das genau beschrieben ist. So was steht bei mir daheim rum. Mein Vater hatte zu allen Burgen Bücher. Also, die stehen da immer noch, meine ich. Also ich gucke daheim mal nach, was ich denn zu diesem Schlösslein hier, dieser Burg, an zusätzlichen Infos noch bekommen kann. Und dann kriegt ihr ab sofort jede Menge Fließtext. Ja, und das hier scheint der Schlossgarten zu sein, der im Stil der Renaissance, in der Renaissance angelegt worden ist. Will da nicht allzu viel filmen, da gibt's Menschen. Das ist ja auch nochmal schick. Da könnte man sich hinstellen und aller Welt was erzählen. Für Leute wie mich sind solche Gelegenheiten immer interessant. Also davon spreche ich. Ich habe so einen gewissen Hang dazu, aller Welt was erzählen zu wollen. Überraschend, oder? Jedenfalls, ja, den Schlossgarten will ich nicht weiter filmen, weil, wie gesagt, da sitzen gerade ein paar Leute und genießen den Abend, was man irgendwo verstehen kann. Nur ich empfinde so ein leichtes Stressgefühl und bin der Meinung, weiter zu müssen. Bin ich hier überhaupt richtig oder hätte ich durch den Schlossgarten müssen? Ja, ich gehe erstmal mal den Weg suchen und dann laufe ich noch ein bisschen weiter und melde mich wieder, wenn es was Interessantes zu sehen gibt. Yeah, Ben ist glücklich. Ben hat eine Infotafel gefunden. Ja. Also, hier die historischen Hintergrundinformationen, die lese ich euch aus Zeitgründen nicht vor, für denjenigen, die es nicht interessiert. Der Rest mag es sich jetzt entsprechend auf Pause drücken und sich den oberen Teil durchlesen und sich entsprechend jetzt den unteren Teil durchlesen und kann sich dann noch, solange er lustig ist, den Plan hier angucken. Also was ich mir gerade angeguckt habe, ist rechts im Bild die Ruine. Generell finde ich Ruinen irgendwie schnucklicher als intakte Schlösser, aber selbstverständlich gucke ich mir das jetzt auch noch an. So viel Zeit muss sein. Das ist schon mal hier so ein stümperhaft gefilmter kleiner Einblick, was man von hier sieht. Und jetzt tappen wir mal da rein. Der Weg geht hier im Übrigen durch. Also den haben sie wirklich toll gelegt, diesen Westweg. So mitten durch dieses Schloss, das ist super. Osttor. Wird. Haupterschließung des Schlosses über den Fahrweg hintere Schlosssteige. Etwas unterhalb im Osten ist eine Einfahrt zu den östlichen Gebäuden noch ablesbar. Ui. Schick. Ja, aber daran kann man erkennen, dieses Ding ist nicht ganz so alt wie die schicke Ruine da hinten. Wobei die schicke Ruine ist, denke ich, auch nicht so wirklich super, super alt, weil die halt eben schon Anzeichen von Gotik erkennen lässt. Mal gucken. So eine halb offen stehende Tür schreckt mich jetzt eher ab. Aber das Tor ist schon mal ganz, sowas will ich daheim auch. Aber guck mal, kurz reingucken dürfen wir, glaube ich. Aber das filme ich lieber nicht, sonst gibt es noch Ärger. Will ja niemanden ärgern hier. Okay, sieht doch recht offiziell aus. Dann darf ich, glaube ich, auch ein bisschen filmen. Ja, schick. Scheint das Restaurant nicht offen zu haben, aber dann könnte man hier durchaus mal was essen gehen. Die Inneneinrichtung ist auch toll. Ja, ich gucke mich noch ein bisschen um, aber ohne euch. So, also das da drüben auf dem Berg, das scheint mir die Schwanner Warte zu sein oder wie das Ding heißt. Und ich glaube, das ist ein gutes Ziel für heute, so in etwa. Das hier ist Neuenbürg.
Das gefällt mir jetzt so eigentlich ganz gut. Also insbesondere von hier oben ist das doch ein ganz hübsches Nest. Ja, viel größer ist es übrigens auch nicht, scheinbar. Ah, aber auch hier gibt es Motorräder. Schnell ausmachen. Ja doch, hübsches Nest. Sogar mit Fachwerkhäusern. Boah. Und die Kirche, da habe ich auch schon hässlicher gesehen, muss ich sagen. Doch, gefällt mir. So, die Neuenburger Bürger haben jetzt morgen Dorfklatsch. Hast du auch diesen komischen Typ mit Hut gestern gesehen, der da durchs Dorf gekeucht ist? Ich würde jetzt gerne sagen, dynamisch durchs Dorf geglitten. Ja. Gleiten ist ja auch eine Form von Kriechen. Boah, ey. Also man merkt halt einfach, dass man nicht morgens anfängt und dann fängt man an, sich zu beeilen und dann braucht das auch mehr Kraft, als wenn man einfach sagt, mir doch egal, wie weit ich komme, ich gehe in mein Tempo und wenn ich da bin, bin ich da. Ja, habe ich ja heute nicht. Mache ich morgen. Und dann gucke ich einfach, wenn meine 4 Tage rum sind, wie weit ich gekommen bin. Hey. Jedenfalls lerne ich gerade Demut. Das ist auch nicht das Schlechteste. Ich habe mich auch noch mal im Internet erkundigt gehabt, beziehungsweise, oder stand das in einem meiner Bücher? Ich weiß es gerade nicht mehr. Jedenfalls Schwierigkeiten der Etappen, die gibt es von mittel bis schwierig. Habe ich mir gedacht, schwierig. Ja, Demut. Sind noch 2 Kilometer bis da, wo ich eigentlich hin will. Lichtstand. Naja, ich sehe dann schon noch was. Ob die Kamera dann noch was sieht, weiß ich nicht. Aber nachdem einige enttäuscht waren bei irgendeiner Tour, wo ich dann quasi, oh, jetzt wird es bald dunkel, jetzt filme ich nicht mehr und filme erst wieder, wenn morgen früh ist, gemacht habe, mache ich das halt diesmal nicht und versuche dann halt mit Stirnlampe, so gut es geht, noch einigermaßen erkennbar zu machen, was ich dann noch treibe des Nachts. Ich habe bewusst nicht den Wetterbericht angeguckt, weil ich auf der Tour komplett auf moderne Technik verzichten möchte, also Elektronik, mal Ausnahme der Kamera natürlich. Und ich habe auch bloß ein Steinzeit-Handy dabei für Notfälle. Das kann auch wirklich nur telefonieren. Und damit eine SMS zu schreiben, ist schon ein Krampf. Demzufolge für Notfälle. Nicht, weil ich gerettet werden will, sondern damit man weiß, okay, es gibt einen Notfall, ich brauche entsprechend länger, bis ich zurückgekrochen komme. Bevor jetzt wieder mir irgendjemand unterstellt, ich will doch gerettet werden. Nein, will ich nicht. Wehe, es rettet mich jemand. Gut, und damit das auch klappt mit dem Restlicht bei Ankunft, was cool wäre, dann könnte ich mir nämlich besser irgendeinen Schlafplatz suchen, gebe ich jetzt noch ein bisschen Gas und guck mal, was noch da ist. An Reserven, kraftmäßig und so weiter. Ich habe auch ewig nichts mehr gegessen, fällt mir gerade ein. Krieg auch langsam Kohldampf. Das wird ein leckeres Abendessen heute. Also es freut mich ja wirklich sehr, dass es auch Leute gibt, die erkennen, was man vorhat. Dass man um die Uhrzeit nicht mehr gedenkt, ins nächste Hotel zu gehen. Insbesondere nicht, wenn man mit meinem Gerödel rumrennt. Das war jetzt toll. Ein älterer Herr mit Hund hat sofort gewusst, oh, der geht nicht mehr irgendwo indoor heute Nacht. Und der Mann empfiehlt, ich soll doch direkt unter dieser Warte mich irgendwo ganz dezent platzieren. Das würde wohl gut gehen. Und wenn es heute Nacht runterkommt, was es wohl scheinbar tut, so viel zum Thema, ich habe absichtlich nicht den Wetterbericht gehört, dann bin ich da gut gestützt. Und in Anbetracht dessen, dass es auch nach Gewitter aussieht. Also Baumarktplane ist super, aber sie ist kein Blitzableiter. Beziehungsweise sie hält auch nicht Bäume ab, die auf einen drauf fallen. Oh, und jetzt begreife ich auch gerade, warum dieser Weg hier Aussichtsweg heißt. Ich habe mich eben, da hinten waren alles nur Häuser. Ja, wo ist denn die Aussicht? Da! Hier, da hinter euch.